Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und was wir hier sehen sind die drei Schiffe von Diederik Bastian. Und zwar die Christopher, die Georg oder George von Rostock und die Morian. Möglicherweise drei Schiffe, die ja, irgendwie Generationen noch später bekannt sein werden. Lübecker Kinder, möglicherweise die Schiffe, die ihn zum Triumph bringen oder in den Tod führen. In jedem Fall ist er jetzt hier im legendären Quirapischen Meer unterwegs, aber nicht ganz allein. Irgendwo vor ihm fährt noch eine Flotte einer europäischen Macht und sie unternehmen hier so eine Art Wettlauf, so muss man das wahrscheinlich nennen. Gleichzeitig ist Umstürzendes in Europa passiert. Wo fährt er jetzt hin? Bremen erstmal Diplomat abberufen. Jetzt kommen wir ins nördliche sinotische Schelf. Und der Zustand der Schiffe ist schon ziemlich erbärmlich. Muss man einfach mal so sagen. Es ist... Oh, hier ist Land. Land. Er fährt sogar ein bisschen über den Berg. Ja. Aber es wird immer schlimmer. Was ist denn das für ein Land? Die Küste von Gol. So weit ist er vorgedrungen. Aber eigentlich, was auch absurd ist, ist, falls er das nicht schaffen sollte, gibt es ja gar keine Überlebenden. Das heißt, eigentlich dürften diese Informationen erst am Ende der Reise zu uns dringen. Wir dürften das noch gar nicht sehen. Das wäre mal ein cooles Feature, oder? Wenn man erst die Erkundung wirklich dann auch sehen würde, wenn das Schiff wieder zurückkehrt. Mensch, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Sollte einfach umzusetzen sein und ist doch absolut realistisch, oder? So, wie lange hält er noch durch? Noch... Wo sind wir jetzt? Die Bikini-Insel. Oh, das ist durchaus Bekanntes. Also, irgendwie vom... ja, aus einem Paralleluniversum bekannt. So, okay. Wir haben ein Level 2 mit Kolonialreichwert 20%. Das ist allerdings jetzt nochmal richtig cool. Vielleicht sollten wir uns den sogar mal reservieren. So, hohe Flottenzerwirkung 20% und 39. Ich fürchte... Der arme Diederik, der wird nicht mehr lange... Der wird hier nicht mehr lange leben. Wollen wir ihm beiwohnen? Ich denke ja. Wir denken... Wir sind gedanklich bei ihm. Ja, die Marshallinseln entdeckt er jetzt. Und weiter geht die Fahrt. Oh, was macht er denn jetzt? Er kehrt um? Wieso kehrt er jetzt um? glaubt er, das ist jetzt der bessere Weg? Was soll das? Naja, ich glaube, wenn er gerade ausgefahren wäre, dann hätte er möglicherweise bessere Chancen gehabt. Wobei, es geht ja schneller, ne? In Territorium, das schon entdeckt ist, geht die Fahrt schneller. An seiner Stelle würde ich ja jetzt nicht nach Lübeck fahren. Oh, Leute. Das wird's gewesen sein. Er wird jetzt nicht mehr so schnell hier hinkommen. Nein. Das war's. Das Ende der drei Schiffe. Das Ende von Diederik. Der Ärmste. Er kommt nochmal ins Quirapische Meer. Eigentlich könnte er sich doch hier an die Küste retten. Also wenn ich an der Stelle wäre, würde ich das tun. Würde jetzt nicht... So... An den gefährlichen Gewässern von Mokepon sind zwei Schiffe gesunken. Und die Georg von Rostock fährt aber noch tapfer weiter. Unfassbar. Nur rette dich doch da. Was ist denn das? Ist das Englisch? Ich fasse es nicht. Die Engländer. Die siedeln schon dort, natürlich. Die haben ja auch die Reichweite. Die haben ja ein Sprungbrett. Wir könnten mal den Engländern anfragen. Aber das schaffen wir nicht mehr, oder? 29. Mai? Ist, glaube ich, unmöglich. Ach nee. Ich glaube, das ist ja auch noch kein Hafen. Das heißt, wir können auch noch nicht landen. Nee, Leute. Schade. Schade um Diederik Bastian. Da ist er gesunken. Im Outer Wake Golf. Aber immerhin, es könnten ja gewissermaßen diese englischen Kolonisten uns davon berichten. Und vielleicht haben sie ja aus dem Wrack irgendwelche Seekarten gerettet, die dann... uns zumindest die Informationen über diese Gewässer hier geben, dann hat das zumindest jetzt einen authentischen Touch bekommen, dass wir davon erfahren haben. Traurig. Traurig. Die Gier der Lübecker Kaufleute ist schuld.
Kann man nicht anders sagen. So, wir bauen mal ein paar Karavellen, um hier noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Das Thema ist erstmal ad acta gelegt. So, wie sieht es eigentlich aus hier in Ostfriesland? Da sind sie noch nicht aktiv. Aber ich habe gesehen, in Verden war Sachsen-Lauenburg, da haben sie schon Anspruch. In Schleswig auch. Also sie tun was. Ich glaube, sie gehen da nach so einer Prioritätsliste voran. Und da liegt eben Ostfriesland leider nicht ganz vorne. Normalerweise würden wir da jetzt hinmarschieren und ihnen das sagen. So, Russland hat Pleskau annektiert. Sie werden immer größer, ihren Vasallen diplomatisch annektiert. Mal gucken, gegen wen sie sich jetzt als nächstes wenden. Heinrich Sudermann. Als Offizieller der Hanse von Köln wurde Heinrich Sudermann 1556 auf den Posten des Bürgermeisters gewählt. Ja, als Syndikus der Hanse vermutlich. Er wurde, also als Eldermann, er wurde ein permanenter Offizieller mit Ausbildung im Rechtswesen, der dafür arbeitete, die diplomatischen Vereinbarungen der Hansestädte zu bewahren und auszuweiten. In der Tat, sowas wie ein Hauptamtlicher, der aber eigentlich für die Hanse schon fast zu spät kam. Da war schon ihre Macht gesunken. 100 diplomatische Macht und ein Stufe 3 Händler. Die Anstellung kostet uns 50% weniger. Oh, krass. Das ist ja echt mal eine Überlegung wert. Kostet uns 7,2 statt 6,4, aber die Handelseffizienz ist es das wert und auf jeden Fall plus 3. Das ist ja großartig. Großartig. Heinrich Sudermann, du bist unser Mann, bringst uns ganz viel diplomatischen Einfluss und Macht und bist erst 35. Also, auf dass du lange lebst. Sehr schön. Mal gucken, was das Auswirkungen hat auf unsere Einnahmen. Ja, wunderbar. Handel 35% anstatt 25%. Sehr gut. Was wir eigentlich auch mal, das wollte ich immer mal machen, ist Folgendes. Da habe ich mal einen Hinweis bekommen, dass ich das mal ausprobieren könnte. Und zwar ist es ja so, dass je länger, also wenn auf so einer Handelsroute mehrere Zentren durchlaufen werden, dann gibt es da noch so eine Art verstärkenden Effekt, der dazu führt, dass das umgeleitete Handelsvolumen gewissermaßen steigt aus dem Nichts. Und das könnte man eigentlich auch ausnutzen hier bei diesem Inlandshandel, indem wir von Sachsen nach hier ins Rheinland umleiten. Vielleicht bringt das mehr. Ich notiere mir das mal auch. Ich habe gerade, ne, jetzt habe ich meinen Stift verlegt. Ne, hier ist er. Ich will mir das mal angucken. 3,08 und 5. Wie sich das entwickelt, wenn wir das verändern. Wir werden jetzt mal hier den Händler. Ne, wir werden einfach Quatsch. Wir müssen nicht zurückrufen. Wir werden einfach hier raufklicken. Und dann gucken wir mal, ob das besser ist. Ach so, wir gucken uns auch nochmal unsere Einnahmen an. 14,37. Mal gucken, was das jetzt für Konsequenzen hat, diese Umleitung. Am Monatsende sehen wir das. Ja, okay. Das heißt, 5,7, 0,7 mehr läuft hier rüber. Und hier läuft aber 1,38 weniger. Wenn ich das richtig gesehen habe. Was eine ganz schöne Menge ist, muss ich mal sagen. Ob das kompensiert? 14,37. Nein. Also da sieht man es, das lohnt sich dann doch nicht. Zumindest nicht in dieser Konstellation. Also wieder anders. Okay. Gut. Nee. Das hätten wir aber auch mal abgehakt. Sehr schön. Bestechungen werden immer mehr geduldet. So, was ist der Unterschied zwischen einem ehrlichen Mann und einem Narren? Der Narr weiß nicht, dass er betrogen wird. So lautet ein zunehmend bekanntes Sprichwort in Lübeck, das aufgrund einer unheilvollen Veränderung des Sozialgefüges den Kern trifft. Bestechungen werden langsam als natürliche Konsequenz des Marktes angesehen, auf dem jeder Handel einen Preis hat. Jene, die sich weigern, Bestechungen anzunehmen, werden als das angesehen, was die Redensart vorschlägt. Narren. Schlimmer als Narren, da sie absichtlich Geld ablehnen, welches ihnen gehören könnte. Die Konsequenz dieses Zynismus ist, dass jede Form von Macht wahrhaft korrumpiert und niemand, der daran glaubt, davon befreit ist. Nicht einmal der Syndikus. Okay, das müssen wir uns merken. Der Mann ist also bestechlich.
Insgesamt erhalten wir Korruption und Schottland hat den Aschantis den Krieg erklärt. Okay. Alles klar. Ich gucke mal ganz kurz. Inspirierende Anführer eigentlich. Aber wir hatten ja schon mal mitbekommen, dass er nicht ganz so integer war. Das setzt sich jetzt ganz offensichtlich fort. Hochinteressant. So, Jahre des Friedens. Okay. Wie sieht es eigentlich auch in Österreich? Können wir möglicherweise jetzt mal ein Bündnis hinkriegen? 85-92. Das ist vielleicht sogar möglich. Obwohl, ne, wir sind bei 97. Ach so, unsere Bündnisbrüchigkeit wird uns jetzt noch hier angekreidet. Ja gut, das kann ich verstehen. Was wir übrigens beenden könnten, sind diese Flottenstationierungen. Die Sache hat sich erstmal erledigt. Da sparen wir natürlich auch wieder ein bisschen Geld. Ganz ordentlich, sogar 1,5. Aber vielleicht kriegen wir das noch hin mit Österreich. Jetzt, wo sie nicht mehr den Kaiser stellen, sind sie, glaube ich, ein ganz praktischer Verbündeter. Aber, nee, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. 85-92. Also selbst mit einem Geschenk kommen wir, glaube ich, nicht über die 92. Aber die Zeit wird's bringen, weil das Bündnisbrüchige wird ja immer irrelevanter. Also in einigen Jahren sollte das was werden. Plus 3,55 haben wir schon. Brandenburg ist Teil der protestantischen Liga. Ob es hier mal zum großen Kladderadatsch kommt? Ich meinte, jetzt ist ja mit Bosnien kein starker Anführer mehr dabei, aber gut. Österreich ist ja trotzdem hier irgendwo, ne? Würde ich mal so sagen, oder? Ich sehe sie zwar jetzt nicht, aber ich gehe doch mal fest davon aus, dass Österreich Teil der katholischen Liga ist. Sind sie das nicht? Lüttich, tatsächlich. Wahrscheinlich sind sie bockig oder so. Auch wenn das kein Kriterium ist. Es ist echt so, dass Österreich nicht Teil der katholischen Liga ist. Oha, dann würde ich fast jetzt sagen, dass die protestantische Seite stärker ist. Jetzt muss nur noch Böhmen den Mut haben, diesen Krieg zu erklären. Das wäre natürlich ein Ding, ne? Gut, dass wir da nicht involviert sind. Wir halten uns schön raus und machen unsere Geschäfte. Das ist das, was wir können. So, ich gucke kurz nochmal Beziehung verbessern. Was wäre da jetzt vielleicht mal als nächstes nötig? Danzig bricht das Bündnis mit Brandenburg. Ja, wie ist dieser Krieg? Wie läuft der eigentlich? Also Polen hat große Probleme, wie es aussieht. Der Deutsche Orden besetzt Teile von Polen. Hier ist Memel in Königsberg. Und die Schweden sind hier immer noch aktiv. Also diese beiden Kriege gehen immer noch weiter. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Orden so lange durchhält. Ich sage mal, der Orden ist ja eigentlich ein Herzogtum geworden. Zur Verteidigung der Handelsinteressen. Die Handelsinteressen und der Mauern, das plutokratische Ideal unserer großen Republik. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Gesetze die Interessen unserer Händler gegen unfairen Außenhandel angemessen verteidigen. Absolut richtig. Wir erhalten Merkantilismus, das ist schön. Ich will mal gucken, wie es eigentlich mit den Fraktionen. Oh, hier müssen wir wirklich mal ein bisschen wieder auf so einen Mindeststandard gehen. Das darf auch nicht sein. Aber langsam verlieren hier die Aristokraten an Macht. Die Händler holen wieder ein bisschen auf, aber es dauert noch. Venedig sieht Österreich nicht mehr als Rivalen. Interessant. So, was macht Ostfriesland? Noch kein Anspruch. Hier kommt es immer vor zu Schlachten. Diesmal sind die Schweden aber so richtig involviert, stark. Aber das ist gut, dass der Orden sich hier so verteidigt. Das ist eigentlich sehr wichtig. Am liebsten können wir vielleicht. Ah, wir sind leider nicht wirklich finanziell so potent, dass wir jetzt mal richtig was helfen könnten, ne? Zumal Memel auch auf der anderen Seite kämpft, die dürften das auch nicht erfahren. So, Ansbach-Friede mit dem Livonischen Orden. Naja, gut. Das ist auch eher so eine Formalie.
In Braunschweig ist eine von Parchim an der Macht. Danzig verbündet sich mit Bosnien. Mit dem Kaiser. Ein kluger Schachzug. So, Novgorod, Frieden mit dem Deutschen Orden. Wie, der Deutsche Orden? Ach, das war so ein Doppelkrieg, oder was? Der Deutsche Orden tritt Kulm an Polen ab. Oder ist das ein Separatfrieden? Was ist hier los? Der Krieg läuft weiter. Die waren vermutlich doppelt im Krieg. Vermutlich waren die... Ja, die waren mit dem Livonischen Orden verbündet, glaube ich, der Deutsche Orden. Und dadurch war auch Novgorod damit involviert. Das war ja... Diese komplizierte Situation habe ich ja gar nicht erkannt. Aber hier geht es noch weiter. Theoretisch kann der Deutsche Orden sich hier was zurückholen. Wie ist denn jetzt eigentlich die diplomatische Lage hier? Schweden ist nämlich jetzt nicht mehr mit im Krieg. Und Österreich ist eingestiegen? Leute, ich kriege hier aber auch gar nichts mit. Tatsächlich. Tatsächlich. Österreich ist mit in diesen Krieg eingestiegen. Warum wurde mir das nicht gesagt? Unfassbar. So, wir haben die erste Wahl von Wilfried Imbeck, der, ja, der charakterlich nicht der einwandfreiste ist, aber er hat Frieden gehalten. Das werden ihm möglicherweise die Bürger und Ratsherren hoch anrechnen. Aber wir haben natürlich das normale Wahlverfahren und 1 bis 3 ist, er bleibt. Und 2, tatsächlich. Wilfried Imbeck bleibt am Ball. Gut, damit geht's weiter. So, was haben wir hier? Dänemark warnt Hamburg, das kennen wir schon. Nichts Besonderes. Oldenburg, Hamburg, Oldenburg, Utrecht und so weiter, kein Thema. Polen warnt Danzig, ja, jetzt geht's los. Braunschweig hat den guten Namen unserer Kaufleute in den Dreck gezogen. Ist das zu fassen? Aber ich glaube, wir reagieren da erstmal relativ souverän drauf. Ach so, was ich übrigens hier auch mal wollte, das hatte ich jetzt ganz aus den Augen. Ah, wartet mal. Markus Jarchow, genau, den wollte ich ja eigentlich. Aber wir haben ja jetzt Heinrich Sudermann. Solange wir eh noch jenseits dessen sind, brauchen wir auch diese 20% nicht. Da gab es schon letztes Mal so ein paar irritierte Kommentare. Hier sind auch die Engländer, ne? ist verrückt, ne? Die Engländer sind hier völlig marginalisiert, aber als Kolonialmacht sind sie unglaublich stark. Möglicherweise gibt es doch noch ein englisches Großreich, weil sie jede Gelegenheit nutzen, sich hier auszudehnen. Schon merkwürdig. Schon merkwürdig. Ja, gut. Weiter. Also wir brauchen den plus 20% Mann im Moment nicht, weil auch mit plus 20% wir nirgendwo hinkommen. Frankreich hat Elsass den Krieg erklärt. Okay, das heißt, Frankreich macht auch munter weiter. Elsass ist verbündet mit einigen Ländern. Ist das ein großer Krieg? Na, wahrscheinlich kommen die nicht mit rein, ne? Oh! Bosnien ist mit drin, der Kaiser. Na, da kann man gespannt sein. Oh, die Osmanen sind auch mit drin, habe ich gesehen. Das heißt, der Kaiser könnte gleich richtig Probleme bekommen. Jetzt muss er sich beweisen, ob er es drauf hat. Ob er gegen die sechsfache Übermacht der Osmanen bestehen kann. So, wie sieht es jetzt hier aus? Livonische Orden muss nur zahlen. Gegen Novgorod. Ja, das heißt, sie haben nichts erobert. Ach so, sie hatten ja angegriffen. Im Gegenteil, das ist eine ziemliche Niederlage des Livonischen Ordens gewesen. Aha, okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Wäre besser vielleicht gewesen, wenn sie das geschafft hätten. So, Litauen bezahlt die Schulden von Würzburg, auch nicht schlecht. Und Karl der Vierte Backe ist in Schweden König geworden. Schweden ist eigentlich so expansionistisch, zumindest gar nicht so sehr aktiv, ne? Also die scheinen relativ friedlich zu sein. Er ist jetzt allerdings ein Militarist. Mal gucken, ob sich das auswirkt. Wir können jetzt schon in eine neue Idee investieren. Aber ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Da warte ich lieber.
Wir haben jetzt ein plus 15% Malus. Wie weit ist denn das jetzt hier? Boah, es kommt erst ganz langsam in unsere Richtung hier. Als ist es vielleicht Geldern. Oder aus der Oberpfalz. Das zieht sich. Ist vielleicht das mit 90 doch nicht so falsch. Ja, 1590, da hat sich nichts verändert. Naja gut, vorher wandert das über diese Nachbarschaft zu uns. Bin ich mir sicher. So, Schweden warnt Norwegen. Litauen beeinflusst Riga. Schottland ist jetzt eine administrative Monarchie. Und hier ist Polen, hat riesige Probleme. Das ist echt gut. Ich meine, sie haben Kulm bekommen, aber dennoch, für uns ist das gut, dass hier der Deutsche Orden weiter als Puffer im Osten da ist. Spirituelle Bedenken. Ein päpstlicher Gesandter äußert seine Sorgen um die religiöse Einheit des Ordens, in dem protestantische und reformierte Gefühle unter den Mitgliedern unkontrolliert walten. Was für ein Orden, bitte? Gibt es in Lübeck einen Orden, von dem wir nichts wissen? Er schlägt vor, dass die Kirche einen religiösen Berater nach Übersee schickt, um über den spirituellen Zustand des Ordens zu berichten. Worüber redet er? Wir besitzen weder irgendwas in Übersee noch irgendwelche Orden. Aber ich glaube, wir bleiben. Ja. Schwierig. Wir sind ja. Wir sind zwar Katholiken, wir wollen uns aber raushalten aus dem Religionsstreit. Ich denke, insofern wäre es durchaus konsequent, dass wir irgendeine blöde Ausrede finden, dass das jetzt nicht passt. So, wir hören auf niemanden außer auf den freien Markt. Okay, liebe Leute, mit diesen Ereignissen beenden wir dann erstmal wieder diese Staffel. Im Moment ja, ist so ein bisschen, hängt so einiges in der Luft. Leider die Geschichte mit der Kolonisierung müssen wir jetzt erstmal auf die längere Bank schieben, weil um da in die Nähe ranzukommen, oh, Freiheitsbestreben ist auch schon mal 50%, um da ranzukommen, müssen wir wirklich hier im technologischen Bereich einige Fortschritte machen. Auf 15 kriegen wir plus 50, auf 17 plus 50, auf 19 plus 50. Tja, und dann können wir noch den plus 20% Berater und dann kommen wir so langsam in die Bereiche. Das ist jetzt wirklich eigentlich dadurch verursacht, dass diese Welt so weit weg ist von Europa und Afrika und es hier nur einige wenige Inseln als Zwischenstandbeine gibt und die sehr schnell natürlich durch die Kolonialmächte besetzt sind. Aber so ist es eben. Das ist die Situation, mit der wir Lübecker umgehen müssen und da hilft es kein Jammern. Wie sieht es eigentlich hier aus? 1090. Naja, gut. Also das ist erstmal noch ein bisschen Fernziel gerückt. Ich hoffe, das wird bald klappen, Ostfriesland zu befreien. Das wäre noch eine wichtige Geschichte. Und ansonsten, ja, leider können wir als nächste Idee nicht die Handelsideen wählen, weil wir hier schon zu viel gewählt haben. Da ärgere ich mich. Also das ist wirklich das Einzige, was ich jetzt anders machen würde. Ich hätte wahrscheinlich nicht am Anfang die diplomatischen Ideen wählen sollen. Ich hatte mir das schwieriger vorgestellt, frei und unabhängig zu bleiben. Es ging durch die Liga doch ziemlich gut. Vermutlich hätten wir das auch ohne die diplomatischen Ideen hingekriegt. Andererseits jetzt, naja, mal gucken. Also, dem trauere ich jetzt so ein bisschen hinterher, weil das ist auch die Ursache, warum wir finanziell nicht ganz so toll dastehen mit plus knapp 4. Da könnte man durchaus, nee, deutlich weniger sogar im Moment, da könnte man durchaus besser sein. Naja, das sind so ein bisschen ein Teil der Baustellen. Mal gucken, wie es weitergeht. 1564 haben wir es auf jeden Fall. Noch einiges liegt vor uns. Bosnien, der Kaiser ist übrigens schon teilweise besetzt durch Venedig, die auf der anderen Seite steht. Hochinteressant. Da bin ich auch gespannt, wie das weitergeht mit diesem Kaiser, was das für Auswirkungen hat. Und der große Religionskrieg könnte natürlich noch ausbrechen. All das und noch viel mehr in der nächsten oder den nächsten Staffeln. Bis dann, macht's gut, euer Steinbein.